Joko und Klaas gegen TikTok. In diesem Spiel geht es darum, dass ihr die besten Challenges auf TikTok nachspielen sollt. Dafür hat ProSieben 5 Stück ausgesucht, die sich hier aufgebaut. Ich raff nicht mal die Oberfläche davon. Und 3 davon müsst ihr schaffen, um dieses Spiel zu gewinnen. Ich gehe mal von Aufgabe zu Aufgabe. Es gibt ein kleines Filmchen, damit ihr seht, was ihr tun sollt. Und sonst erkläre ich euch das. Verstanden? Okay. Ja. Das hier ist die erste Aufgabe. Warte mal. Das müssen wir jetzt einmal ganz kurz hier oben raufpacken. Ich schiebe die Mülltonne einmal auf Position. Pass auf, Klaas. So. Ja, bin ja sehr direkt gespannt. In die Mitte. Einmal festmachen. Und hier kommt der dazugehörige TikTok-Film. Da seht ihr es. Also, es geht darum, einen Gegenstand mit einer Hand zu werfen, mit der gleichen Hand Mülltonne aufzumachen und. Also einer von uns beiden macht das. Genau. Ihr habt für diese Aufgabe 4 Versuche. Also den Müllbeutel hochwerfen mit der Hand, mit der ihr geworfen habt, Mülltonne auf, Müllbeutel rein und zu. Ja, kann ich schon mal vergessen. Würde ich mir zutrauen. Ich bin mir jetzt unsicher, ob ich Nachfragen stellen soll, weil ich damit mein Handlungsspektrum einschränke. Ja, stell keine Nachfragen. Also du darfst nur ein und dieselbe Hand benutzen. Zum Öffnen und zum Werfen. Muss mal. 4 Versuche hast du. Also das heißt, du startest jetzt. Gut. Leg los. Und aber Moment, bei dem war die Mülltonne zu. Ne, die war zu, hat sie aufgemacht. Aber stell dich doch lieber hier hin, weil du die dann so aufmachen kannst. Also weißt du, wenn du die vorwärts aufmachst, ist doch schwieriger. Es geht mir aber ums Werfen. Ich glaube, dass wenn ich hier stehe. Kann man die drehen, die Mülltonne? Nein. Ich glaube, wenn ich so. Ist egal, weil keine drumherum geht. Gut, dein erster Versuch, Joko. 1, 2. Oh. Also mit der Hand, mit der du wirfst, auch nur mit der darfst du aufmachen. Ja, da war noch deine andere Hand mit dabei. Ja, ja, hat er recht. Die hatte eine viel kleinere Mülltonne, ist dir aufgefallen. Ja, und ja hatte, aber ihr seid ja viel smarter und besser. Deswegen nee, der hatte aber auch vor allen Dingen einen Gegenstand, den man viel höher werfen konnte. Und das wiederum macht halt... Aber worüber wollen wir denn diskutieren? Warte. 1, 2. Mich abwerfen bringt keinen Punkt, nur Ärger. Der war noch relativ... Warte, einen Knoten mal rein. Erstmal. Kann ich meinem Freund helfen? Du kannst ihm Tipps geben. Du kannst ja auch selber werfen, wenn du willst. Nee, nee, ich. Ist ja dein Team, müsste diese. Ich hab Nacken und kann sowieso nicht werfen. Okay. Dann freue ich mich ja über die restlichen Challenges. Ist das alles mit Werfen? Nee, aber da muss man schon ein bisschen Körpereinsatz zeigen. Das funktioniert nicht mit dem Knoten so richtig. Gut. Also, willst du deinem Freund noch einen Tipp geben? Weil das ist dein zweiter Versuch. 4 hat er insgesamt. Ja, irgendwie ist das. Ja, es ist suboptimal, aber ich hab. Aber guck mal, wenn ich jetzt hier hochschmeiß, ne? Ja, eben. Und dann ja, also kannst du schon an der Tonne sein. Das ist doch für die Leute. Also aber lass mich doch ganz kurz mal erklären. Wenn ich jetzt. Hoch, Tonne auf, los. Nee, aber ich muss mit der gleichen Hand machen. Das heißt, in dem Moment. Ja, klar. Okay, ich erkläre nur ganz kurz meine Theorie. Nee, mach einfach, ja, wie du willst. Ich schmeiß den hoch, ja, und die Energie, die ich aufbringe, im nach vorne stürmen. Musst du dich übergeben? Also? Nee, ich hab gerade einen Spezi in der Werbung getrunken und der kommt gerade hoch. Okay. Okay. 1, 2. Entschuldige, ich wollte nicht lachen, ich musste aber. Ganz ehrlich, das war der zweite Versuch. Also die Aufgabe war nicht, schieß dahin, wo Uwe Seeler 76 in Belgrad den Ball hingeschossen hat. Ja, genau. Vor allen Dingen, Klaas hat eben noch gerade gefragt, warum ist die Mülltonne so groß? Noch nicht mal die Mülltonne hast du getroffen. Ja. Du hast das nächste Spiel getroffen. Willst du noch mal versuchen? Ja, ne? Fuck. Hier sind Gedankenfehler. Du legst dich heute häufig hin. Ja, wegen meinem Nacken. Ich muss mich ab und zu mal entspannen. Aber willst du noch ein Kissen? Nee, das ist alles okay. Ich muss nur ab und zu meinen Kopf aufstützen, weil wegen meinem schweren Gehirn. So, gib doch ein bisschen was ab an Joko. Haben wir alles probiert. Meinst du, bin ich nicht drauf gekommen in 15 Jahren? Ja.
Wie viel waren das jetzt? Drei Versuche? Der dritte, einen hast du noch. Soll ich noch mal? Versuch. Naja, ich, also war jetzt ja Ivo. Komm her! Komm her, du! Jetzt hast du... Ja, jetzt habe ich die Tüte. Du musst noch weiter nach hinten eigentlich. Aber wie noch weiter nach hinten? Von noch weiter hinten werfen? Das war der vierte. Leider nicht geklappt. Aber das wäre so der Weg gewesen, glaube ich. Die erste Challenge. Kommen wir zur Challenge Nummer zwei. Ja. Da zeige ich euch den Film erst im Nachgang, weil der Aufschlüsse darüber gibt, wie man diese Challenge lösen sollte. Ihr seht hier eine Hängematte, ein bisschen höher gehängt als normalerweise. Ihr habt jetzt zwei Versuche, a 30 Sekunden dort einzusteigen und euch komplett einmal reinzulegen. Wer? Einer? Ihr könnt abwechselnd, jeder einmal. Nee. Beide auf einmal? Nee. Einzeln. Ich kann das. Ja? Ja. Okay. Versuch. Würde ich jetzt also, sagen. Ihr habt zwei Versuche, a 30 Sekunden. Klaas möchte es machen. Ich kann mir nicht vorstellen, was daran schwer sein soll. Nee, okay. Kann ich mir auch nicht vorstellen, aber... Gut, dann läuft die Zeit ab jetzt. Ja, easy. Und? Hast noch 20 Sekunden. Oh, aber nicht einschlafen. Du hast es geschafft, Klaas. Sehr gut. Kommst du da auch wieder raus? Nee. Sollen wir dich rauskippen, oder? Ja, ja, warte. Ich hol pass auf, nee, lass ihn nicht fallen wegen... Ja, ja, aber seine Hilfe! Bist du kitzelig? Ja, vor allem am Ei. Du musst das Bein ein bisschen hinten helfen. Ja, komm. Nun lass dich noch mal. Ey, meine Hand ist... Meine Hand, oh, die Hand da noch weg. Ja, ja. So. Also wenn du nicht absichtlich dein Genital zu meiner Hand bewegst. Ich habe Nein gesagt. Wir hätten eher anders spielen sollen. Wie kommst du innerhalb von 30 Sekunden wieder raus? Ich zeige euch jetzt mal kurz das... Ihr habt eine wahnsinnige Hektik verbreitet, völlig unnötig. Lass mich doch einfach aus. Ihr habt so getan, als wenn ich gleich ersticke oder so. Ja, aber das sah so aus, weil du so drin warst. Ja, das war doch der Witz, Mann. Ja, ich weiß, aber trotzdem, wir hatten Angst. So, guckt euch mal das Filmchen an. So kann man auch einsteigen. Aufgabe, sich in Klaas und Joko, guckt doch mal. So. Ja, er macht das halt super kompliziert. Ja, kann man ja auch machen. Ja, aber. Kann er ja auch machen. Also eine von fünf, ihr müsst drei bestehen. Folgendes passiert. Das ist jetzt gar nicht wahr. Guckt es euch einmal an. Wie ich da gerade befummelt habe. Ja, klar. Ich hab die nicht. Du hast... Egal. Ich zeige euch das Filmchen. Guckt mal. Warte, ich sehe nicht. Ja, okay, kann ich. Also, die Rollen, eine Schokolinse von der einen kurzen Seite über die andere und die muss dort aufgefangen werden mit dem Mund. Dafür habt ihr auch wieder vier Versuche. Ja? Wie haben die da angefangen, so im Sitzen oder was? Nee, einfach im Stehen, du musst ja relativ schnell rüber. Ach so, meinst du? Ah ja, okay. Das war der erste Versuch. Was? Ja, natürlich. Was glaubst denn du? Warte mal, ist die richtig sauber rund hier oder ist die ein bisschen eckig? Da sind rundere drin, guck mal. Lass uns mal den. Die das, ja, oder die. Oder die ist noch gut hier. Ja, ich würde die alle erstmal probieren, alle Farben. Schmecken die alle gleich? Weißt du nicht? Ja, ähnlich. Sorry, falsche Schokolade. Hm? Falsche Schokolade. Mhm. Ja, stimmt. Ipa. Nicht fair trade. Ich spucke darauf. Ich auch. Also das ist mit meinem Nacken keine gute Idee. Ja, okay, gut. Oh, das war dumm. Der zweite Versuch. Das glaube ich. Warte mal, oh, ganz kurz. Darf ich dir jetzt helfen oder ist das unangenehm? Nee, nee, ich komme schon hoch, okay. Aber das war trotzdem nicht so schlau. Nee, das kann ich wir haben noch nicht zwei noch Versuche. Wirklich, wir werden irgendwann Joko und Klaas, das ist eine Sache, da ist altersbedingt, muss irgendwann Schluss sein. Möchtest du denn noch ein paar Schokolinsen essen? Ja. Komm her. Zur Stärkung. Dritter Versuch. Oh, fast hättest du da in die Tischplatte reingebissen, aber es war gut. Das war gut. Ja. Kriegst du noch mal hin? Der letzte Versuch. Alles gut? Ja. Guck mal. Oh. Nee, du hast nicht fast reingebissen, du hast reingebissen. Ja, ja, ich hab reingebissen. Aber guck mal, wie lange ich noch den Mund aufhalte. Weil ich hab gedacht, vielleicht kommt sie nochmal wieder. So viel Effekt gegeben. Ja. So viel wie vorhin die Kabeltrommel. Ein Topspin. Komm, roll.
Nein, auch der vierte Versuch klappt nicht. Komm mal hier. Nee, wolltest du nicht? Nee, danke. Auch diese Challenge konntet ihr nicht für euch entscheiden. Die nächste muss klappen, sonst habt ihr dieses Spiel verloren. Und wir stehen direkt dort. Ich zeige euch einen kleinen Einspielfilm und dann sage ich euch, was ihr tun sollt. So sieht das Ganze aus, wenn man draußen in der Welt TikTok macht. Ah, ich verstehe das Problem. Also, einer von euch nimmt jetzt gleich eine Salzstange in den Mund und setzt eine Blindbrille auf und muss dann versuchen, den Abstand zur Kofferraumklappe einzuschätzen, ohne vorher mit den Händen den Abstand zu messen. Ihr startet immer von dieser Linie, nehmt die Salzstange in den Mund, setzt die Blindbrille auf und dann müsst ihr euch so weit bewegen, wie ihr meint, dass ihr euch bewegen könnt, ohne dass ihr euch die Nase abhobelt, aber dass die Salzstange von der Kofferraumklappe aus dem Mund geschlagen wird. Ihr habt insgesamt 4 Versuche, aber nur einer von euch beiden darf alle 4 Versuche machen. Nee, du brauchst gar nicht da jetzt rangehen und das testen, sondern es geht jetzt darum, dass ihr beide beschließt, wer das Ganze machen möchte. Du willst machen? Kann ich. Gut? Kann ich. Ja? Aber ich habe doch gerade beschissen. Ja, aber jetzt hat Joko gesagt, insofern nehme ich Joko. Nee, aber jetzt noch nicht aufsetzen. Also nimm erstmal die Salzstange in den Mund. Kannst du mir doch in den Mund stecken. Ich soll dir... Du kannst mir die doch einfach... Gut. Also, du stehst an der Linie, Blindbrille ist auf. Und jetzt geh zu der Position, von der du meinst, dass sie richtig ist, ohne das Auto zu berühren. Du darfst ein paar. So. Bleibst du da stehen? Mhm. Okay, das ist dein erster Versuch. Wenn das klappt, habt ihr noch eine Chance, dieses Spiel zu gewinnen bei Challenge Nummer 5. Du darfst keine Tipps geben, Klaas. Das hat nicht geklappt. Ich mach die Kofferraumklappe wieder zu. Du gehst wieder hinter die Linie, kannst aber auch gerne kurz die Brille abnehmen, wenn du willst. Oder willst du nicht? Du bist zen mit der Situation. Probiert dir was zu merken, lass ihn jetzt probieren. Wunderbar, dann such dir eine neue Position für den zweiten Versuch. Los geht's. Okay. Ready, Joko? Mhm. Versuch 2. Das hat auch nicht geklappt. Wie viele Versuche? 4 insgesamt. Joko, auch jetzt geht's wieder zurück hinter die Linie. Wunderbar. Versuch Nummer 3. Bereit? Mhm. Salzstange muss aus dem Mund rausgeschlagen werden, ohne dass sie dich an irgendeinem Körperteil berührt. Die Kofferraumklappe und... Das yes! hat geklappt. Sehr gut. Den Abstand abgemessen. Jetzt seid ihr beide gefragt. Und zwar geht es um Folgendes. Klaas und Joko, schaut euch mal diesen kleinen Clip an. Ach, die Oma kenne ich. Kenne ich auch. Das ist eine App mit einem Verwirreffekt. Ihr müsst gleich diese Brille aufsetzen und dann das Wasser Entschuldigung, in den Messbecher gießen. Jeder eine Flasche. Die Flasche darf nicht oben am Messbecher drauf liegen. Bitte setzt die Brille auf. Wie ist denn der Effekt? Genauso wie man da gesehen hat? Ja. So, die Brille ist auf. Eine Flasche schnappst du dir. Ohne sie auf den Messbecher zu legen. Frei eingießen. 1 Liter muss am Ende drin sein. Los geht's. Fuck. Nicht drauflegen. Das ist ja gar nicht so einfach. Nee, das ist ja auch Sinn und Zweck der ganzen Sache. Einmal halten. Nix hier, Joko. Ich sehe das doch, Mann. Ja. Also man muss auf jeden Fall beide Flaschen einsetzen, weil sonst reicht es nicht. Was mehr?
Wenn ihr das schafft, gewinnt ihr dieses Spiel. Das erinnert mich an nackte Kanone, wo der aufs Klo geht. Ja, stimmt. Ja, mega. Sehr gut. Sehr gut. So, nicht auflegen. Du machst das top. Glas. Und der letzte Rest. Also, 1000. Milliliter müssen drin sein, 1 Liter insgesamt, dann habt ihr es geschafft. Jackpot. Und geschafft! Ja. Sehr gut! Herzlichen Glückwunsch! Mann, war das eine schwere Geburt! Und auch da sieht man, ProSieben stellt die Regeln, macht die Spiele. Aber am Ende bin ich der Zeremonienmeister. Ich darf dann ein bisschen dran arbeiten, damit ihr vielleicht die Möglichkeit habt, einen weiteren Vorteil zu erkämpfen. MC Gietchen. This is my quest to find.